Ab Montag soll in Libyen Waffenstillstand herrschen. Das verkündete Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi am Samstag in Kairo im Beisein von General Khalifa Haftar. Dessen Truppen kämpfen gegen die international anerkannte Einheitsregierung von al-Sarraj in Tripolis und kontrollieren einen Großteil des Ostens und Südens des Landes. Zuvor hatten die Truppen der Regierung in Tripolis gejubelt. Sie hatten die Kämpfer Haftars weiter zurückgedrängt und waren dabei, die Stadt Sirte zurückzuerobern. Die in Kairo getroffene Übereinkunft beinhaltet außerdem einen Aufruf zu Verhandlungen in Genf sowie den Abzug aller ausländischen Kämpfer aus dem Land. Nach dem Sturz von Langzeitmachthaber al-Gaddafi im Jahr 2011 war in Libyen ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Unzählige Milizen kämpfen in dem nordafrikanischen Land um Macht und Einfluss.